Moin, liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zu Werder TV Inside. It's a hat-trick for Füllkrug, it's three for Werder Bremen. They're on course for three vital points. Muss ich das jetzt auch dreimal machen, oder was? Nein, Niklas, nur keine Angst. Bei uns Insidern bist du selbstverständlich in allerbesten grün-weißen Händen. Und damit auch von mir herzlich willkommen zu Werder TV Inside nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04 am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga und natürlich mit dem Hattrick von Niklas Füllkrug. Ja, den Spielball habe ich mitgenommen. Der liegt jetzt noch in der Kabine, den nehme ich nachher mit nach Hause. Und ja, schön, dass ich getroffen habe, freue ich mich drüber. Aber nicht nur dahingesagt, gestern war es wirklich einfach nur wichtig, dass wir drei Tore schießen und das Spiel gewinnen. Und der Sinn der Tore ist wichtiger, als dass ich sie geschossen habe. Ja gut, dann wird dir dieser Ball hier ja sehr wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig sein, nehme ich mal an. Na gut, der Spielball für den Hattrick in jedem Fall gehört der dem Torschützen und den wollen wir ihm auch gar nicht wegnehmen. Danke für die Leihgabe an dieser Stelle an Niklas Füllkrug. Ja, und wir bedanken uns nicht nur für die Tore, sondern auch für die Punkte. Denn diese drei Punkte, und da hat Niklas recht, ist völlig egal, wer die Tore macht. Diese drei Punkte haben die gesamte grün-weiße Bubble so richtig gefreut. Ja, wichtiger Sieg. Wir freuen uns. Wir sind happy. Es war natürlich eine schöne, entspannte Busfahrt nach Hause, wenn man mit so einem guten Gefühl da wegfährt. Und jetzt heute Morgen sind wir natürlich alle in der Kabine und haben eine relativ gute Stimmung, sind aber auch alle ein bisschen platt. Aber der Dreier tat sehr gut. Absolut. Und nur für den Fall, dass ihr es schon wieder vergessen habt oder es euch auch einfach nur nach Werder-Toren nach diesem Wochenende dürstet, für euch noch einmal mit dem beliebten englischen Kommentar die Highlights vom Spiel gegen den FC Schalke. Augustinsson to take. The corner's good. Sergeant with the header! And Füllkrug puts Bremen ahead. And the perfect tonic for Werder Bremen. Füllkrug back in the starting lineup today. Justifies his selection in spectacular fashion. Augustinsson into the box. And Füllkrug makes it two for Bremen. His night keeps getting better and better. Füllkrug at the double. Bremen. Two goals up. Augustinsson in low and dangerous. And Füllkrug was brought down. It's a penalty for Bremen. And of course, it's Niklas Füllkrug. Who else but to take the penalty? And now the chance to complete a hat-trick. It's a hat-trick for Füllkrug. It's three for Werder Bremen. They're on course for three vital points. What an evening it's been for him and for Werder Bremen. Herrlich. Da wird das ganze grün-weiße Wochenende doch noch die Spur schöner. Ja, das sehe nicht nur ich so, sondern das sieht auch Twitter so. Twitter ist ja so eine Art Emotionsthermometer. Kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr irgendwas wissen wollt, eine Meinung zu irgendwas. Guckt bei Twitter rein. Meinungen gibt es da zuhauf. So auch zum Fußball. Ja. Und dieses Thermometer, das hat der Hattrick-Torschütze für uns mal nachgemessen und eine Diagnose gestellt. Also ein paar User sollten da eine Antwort bekommen haben und zwar von allerhöchster Hattrick-Stelle. Moin Captain Chaos, dein Tweet, Füllkrug macht 95 Saisontore. Ein bisschen verrechnet, 33 mal 3 wären 99. 3 habe ich schon, 32 Spieltage noch, aber trotzdem, 95 wären auch okay. Nein, Spaß. Ich hoffe, es kommen noch ein paar schöne dazu und würde mich freuen. Len aus Bremen. Niklas Füllkrug, lass mich deine Haare flechten. Liebend gern. Moin Jensen, dein Tweet, dass ein Werderaner die Torschützenliste in der Bundesliga mit anführt, hatten wir auch länger nicht mehr, oder? Ja, freut mich. Rosi, übrigens heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, bleib gesund und ja, ich freue mich, da oben zu stehen, aber die Saison ist noch lang und deswegen sehe ich das ganz entspannt. Moin Hona, dein Twitter-Beitrag, @KISVW will Füllkrug heiraten, jetzt verliere ich ihn schon an einen Typen. Ja.
Leider bin ich schon vergeben, aber trotzdem liebe Grüße an KISVW. Social Ecke in Fancy sozusagen. Danke an Niklas Füllkrug und danke natürlich auch an euch Insider, die fleißig bei Twitter oder auch unter diesem Video kommentieren. Allerdings, eins solltet ihr nie vergessen, die Profis lesen mit. Einer, der sich jetzt auch zu den Werder-Profis zählen darf, der hat am Wochenende sein Debüt gefeiert. Nach 7 Jahren Ausbildung, hervorragende Ausbildung bei uns im Leistungszentrum, nun endlich der Traum wird wahr. Manuel Mbom feiert sein Bundesliga-Debüt für den SV Werder. Herzlichen Glückwunsch, natürlich auch von dieser Stelle. Ein Traum geht natürlich in Erfüllung. So, ich bin mit 13 Jahren hier hingekommen und habe mir halt immer gewünscht, für Werder zu spielen. Und dass es halt jetzt geklappt hat, ist halt riesig. Und ja, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist einfach ein super schönes Gefühl. Werder macht Träume wahr, in diesem Fall in Person von Florian Kohfeldt. Ja, ich bin zufrieden mit ihm, um das vorwegzunehmen. Er hat das gemacht, was wir von ihm erwartet haben, was wir auch so besprochen hatten. Er hat Tempo in unser Spiel gebracht, Tiefe, gute Aggressivität gegen den Ball, aber auch nicht keine übertriebene Härte oder sonstiges, sondern sehr abgeklärt schon gespielt, wollte nichts Besonderes machen, sondern hat den Ball dann so, wie wir es besprochen hatten, gut weitergespielt. Nervosität war aus meiner Sicht nicht zu sehen und von daher bin ich mit ihm sehr zufrieden. Ich habe mich riesig für Manu gefreut und dann auch so abgeklärt schon sein erstes Bundesligaspiel. Ist immer was ganz Besonderes, weil man arbeitet ja wirklich sein ganzes Leben eigentlich auf dieses Spiel hin und ich kann mich noch erinnern, wie es bei mir war. Man ist schon dann sehr aufgeregt und er hat es wirklich top gemacht. Ich mag es mit ihm zu spielen, weil man weiß, der kämpft bedingungslos, der gibt nicht auf und mega geil. Also ich freue mich riesig für ihn. Also was ich gespürt habe, war einfach, dass wir alle zusammengehalten haben in der Mannschaft, dass wir uns richtig eingeschworen haben auf das Spiel und dass halt jeder eine Reaktion einfach zeigen wollte und ja, wir unbedingt gewinnen wollten. Und ich denke, das hat man am Ende auf dem Platz gesehen, das hat man gehört auch und ja, ich denke, das war einfach die richtige Reaktion jetzt auf das erste Spiel. Ein Sieg beim Debüt und das Auswärts beim 3:1 gegen den FC Schalke. Wir werden natürlich die Manuel Mbom-Story von der U15 bis hin zur Bundesligamannschaft des SV Werder für euch weiterverfolgen und hoffentlich gemeinsam noch viel Freude an dieser Geschichte haben. Ja, und damit jetzt zu den Jungs, die den Traum von der Bundesliga weiterhin verfolgen, und zwar in der U19 oder der U23 und natürlich auch zu den Frauen, die den Traum von der Bundesliga in dieser Saison mal wieder erleben. Die Highlights vom Wochenende zusammengefasst. Es hätte ein perfekter Saisonstart werden können. Werder's U19 ging 5 Minuten vor dem Ende gegen die Nordrivalen vom Hamburger SV mit 1:0 in Führung. Mika Eickhoff war der Torschütze. Der SV Werder hatte die Partie bis dahin weitestgehend unter Kontrolle und spielte seit der 54. Minute sogar in Überzahl, nachdem Fawaz Kassimo wegen dieses Einsteigens an Jascha Brandt die gelb-rote Karte sah. Aber das war dann doch irgendwie ein Knackpunkt in die falsche Richtung. Und so wurde es nochmal richtig turbulent in der 6. Minute der Nachspielzeit, in der selbst HSV-Torhüter Gavin Dizilatis nichts mehr hinten hielt. Und irgendwie landete der Ball bei Alessandro Theo Siegaud-Damaschke. Und der traf tatsächlich noch zum 1:1 Endstand. Ein extrem bitteres Ergebnis, das einen guten Saisonstart aber keineswegs schmälern sollte. Und so geht es nun am Wochenende im Pokal weiter. Bei Hansa Rostock geht es um den Einzug in die nächste Pokalrunde. Wir wussten, das wird der beste Gegner bis jetzt. Die haben auch so gespielt, wie wir es erwartet haben, haben versucht Fußball zu spielen. Aber zusammen als Team haben wir eine gute Mannschaftsleistung gebracht und haben uns dann auch am Ende belohnt. Das ist eine sehr, sehr schwere Liga. Wir müssen die Punkte ganz, ganz schwer uns erkämpfen, auch heute wieder. Und können dankbar sein, dass wir jetzt 7 Punkte haben. Große Enttäuschung bei den Werder-Frauen. Am 3. Spieltag der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga mussten sich die Grün-Weißen auf Platz 11 der SGS Essen mit 1:3 geschlagen geben. Langer Ball in die Spitze. Maria Christina Lange behauptet den Ball, legt ab auf Jill Bergings. Die lässt sich nicht zweimal bitten und nagelt den Ball ins Tor. Niemand bei Bergings, die kann sich Fuß und Ecke aussuchen und dann der frühe Rückstand für Werder. Halblinke Position.
Langer Ball in den Strafraum. Und dann ist Steffi Goddard der Pechvogel, der den Ball ins eigene Tor befördert. Natürlich unglücklich und das 0:2 für die SGS Essen. Minute 69. Toller Ball in die Tiefe von Michelle Ulbrich und Agata Tatschinska ist frei durch. Läuft allein auf das Tor von Stina Johannes zu. Und dann dieser schlampige Ball zu Magi Gideon. Doch die Aktion geht noch weiter. Gideon bleibt hier am Ball. Flanke von Jana Radoslavjevic und Jasmin Sehan mit dem Kopf zum Anschlusstreffer. Nur noch 1:2. Wunderbare Flanke, maßgenauer Kopfball und das Tor. Werder war zurück in diesem Spiel. Die 87. Spielminute. Essen fängt den Ball über die Mitte ab. Dann auf die rechte Seite. Laurier flankt und in der Mitte ist es Eleni Marcou, die den Konter unhaltbar für Lena Pauls einschiebt. Im dritten Anlauf dann nichts mehr zu halten für Werders Nummer 1. Der Truppe eben nicht aufzustecken, sondern weiterzumachen, stimmt mich dann zumindest in dem Teil heute positiv. Ja, positiv ist aber, dass wir trotzdem bis zum Ende hin gekämpft haben und uns reingeworfen haben und trotzdem alles versucht haben. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und ja, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und diesen Ball zurückbringen zu dem Torschützen, der sich den wirklich absolut verdient hat. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei Werder TV Inside am Freitag ab 18 Uhr hier auf dem Channel. Bis dahin, eine wunderbare Werderwoche. Tschüss. Thank you.